Hallo. Es gibt Zeiten, in denen das Leben nicht nur dunkel, sondern geradezu schwarz ist. Familie, Arbeit, Liebe, nichts läuft gut. Doch der Traum von Ruhm und Erfolg lässt dich nicht los. Aber in dieser Geschichte wird das Streben nach dem guten Leben plötzlich zu einer Flucht vor magischen Werwölfen, Special Agents und einer Geschichte über verrückte Liebe. Als wir über die nächtlich beleuchtete Stadt fliegen, hören wir einen fernen Schrei. Ein Mann, der nur in Unterwäsche gekleidet ist, versucht, die Tür geschlossen zu halten, hinter der ein knurrendes Geräusch zu hören ist. Er hetzt durch die Slums und klopft an Türen, in der Hoffnung, Schutz zu finden. Seine erfolglosen Versuche führen ihn auf das Dach. Aber auch dort ist er nicht sicher. Während sein Schicksal in der Schwebe hängt, erzählt uns eine Kinderstimme von einer geheimen Organisation von Werwölfen. Der Erzähler erzählt uns auch, dass Werwölfe nach den Regeln der Organisation keine Beziehungen eingehen oder mit Menschen kommunizieren durften. Aber der Vater des Kindes hatte ein gewisses romantisches Rendezvous, das alles veränderte. Wir gehen 36 Stunden in der Zeit zurück und derselbe arme Kerl, der Protagonist Yuan Chuai, ist bei einem Date in einem teuren Restaurant. Er erzählt einer älteren Dame von sich. Früher war er Schauspieler und hat sich sogar Geld für seinen eigenen Film geliehen, aber als sein Vater krank wurde, ging alles schnell bergab. Deshalb arbeitet er jetzt als einfacher Hausmeister, der in einem Zoo hinter den Elefanten hinterherputzt. Yuan hofft, eine wohlhabende Frau zu finden, die seine finanziellen Probleme lösen könnte. Aber wir sehen, dass die Rolle des Verführers einer alten Dame nicht gerade zu ihm passt. Es läuft sogar so schlecht, dass die Frau auf dem Date ihn respektlos behandelt und ihn sogar beleidigt. Yuan kann diese Art von Verhalten nicht ertragen und die Situation könnte jeden Moment eskalieren. Er nimmt sogar die Torte, um sie der Frau ins Gesicht zu werfen. Aber die Stadt ist voller Leben. Eine junge Frau im Fenster bemerkt, dass unser Held in seinen Zoo geht. Er hält den Kuchen in der Hand, den er schließlich nicht geworfen hat, weil er seinen Stolz heruntergeschluckt hat. Sie folgt ihm über die Dächer, kommt ihm erstaunlich schnell nahe und beobachtet ihn von oben. Der Protagonist ist mit seiner Arbeit beschäftigt und räumt Mist weg. Er bekommt ein Angebot von einer anderen reichen Dame, einer Witwe, Geld zu verdienen. Außerdem erhält Yuan einen Anruf von seinem Vater, der mit ihm spricht, als wäre er eine Art Geheimagent. Ist das alles wirklich eine Tarnung? Doch bald stellt sich heraus, dass sein Vater in einer psychiatrischen Anstalt ist und die Ärzte drohen, ihn wegen schlechten Verhaltens rauszuwerfen. Yuans Probleme werden größer und größer. Neuer Versuch, neues Restaurant. Yuan sieht die junge Frau durch ein Fenster. Es ist die Stalkerin von vorher. Ist sie wirklich die Witwe? Sie sieht zu jung aus. Sie nennt unseren Protagonisten sofort bei seinem Namen und nennt sich selbst Bai. Ihr Verhalten ist sehr merkwürdig. So löscht sie zum Beispiel ihren Durst. Ja, und ihre Geschichte ist der Wahnsinn. Ich habe so lange nach dir gesucht. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Fuchs. Wie kann man sie nur ernst nehmen? Yuan bemerkt unterdessen die Kunden, die vor kurzem das Café betreten haben. Es scheint jemand zu sein, den er aus der Vergangenheit kennt. Er versucht, sich auf der Toilette zu verstecken, aber dort wartet bereits jemand auf ihn. Die Demütigung geht weiter. Es sind die Banditen, von denen Yuan sich Geld für seinen Film geliehen hat und vor denen er danach geflohen ist. Sie drohen, ihm die Finger abzuschneiden, lassen Yuan aber trotzdem gehen. Die verrückte Stalkerin bleibt Yuan auf den Fersen und klettert in sein Zimmer im Zoo. Die junge Frau behauptet, der weiße Fuchs zu sein, den Yuan vor Rüpeln gerettet hat. Sie wollten Säure über sie schütten, aber Yuan hat sie mit seinem Körper bedeckt und sich eine Narbe auf der Brust zugezogen. Sie versucht zu beweisen, dass sie sich in einen Fuchs verwandeln kann und nach einer ganzen Flasche harten Alkohol? Ein riesiger, betrunkener Fuchs taucht vor unserem Helden auf. Es ist nicht klar, ob er ihn umarmen oder angreifen will. So oder so, der Fuchs kratzt Yuan und reißt ihm die Kleider vom Leib. Und wir befinden uns wieder in der Eröffnungsszene des Films. Es ist an der Zeit, eine neue Figur vorzustellen. Hong, der stilvolle Leiter einer lokalen Behörde, dem Bureau of Transfiguration, stellt ein Team von Untergebenen zusammen, um den Übeltäter zu fangen. Das Fuchsmädchen.
Schließlich ist es Werwölfen verboten, sich den Menschen zu zeigen. Der tollpatschige Fuchs richtet weiterhin Chaos in der ganzen Stadt an, während Johann versucht, das Letzte zu retten, was ihm geblieben ist. Sein Leben. Die Agenten des Büros eilen zum Tatort, als der Fuchs den Protagonisten auf dem Dach einholt. Johann stürzt ab, wird aber im letzten Moment von dem flinken Leiter Hong gerettet. Mit Hilfe von Roboterfliegen löschen die Agenten die Erinnerungen aller Zeugen der Verfolgungsjagd aus. Ja, diese Werwölfe nutzen nicht nur die Magie ihrer Verwandlungen, sondern auch fortschrittliche Technologie. Der Fuchs nimmt seine menschliche Gestalt an und vernichtet die Fliege, die Yuans Erinnerung löschen sollte. Die junge Frau sagt, dass das alles passiert ist, weil sie ihn heiraten will. Bai und Captain Hong sind offensichtlich alte Freunde, also besteht für sie noch keine Gefahr, außer vielleicht einer Alkoholvergiftung. Die Werwölfe tragen den Fuchs weg und Shuai bleibt allein auf der Straße zurück. Am nächsten Tag ist Yuan bei den Banditen, deren Gedächtnis gelöscht wurde. Und auch dieses Mal rettet ihn Bai mit ihrem Auftritt. Sie verwandelt ihren Kopf in einen Fuchs und verscheucht die Kriminellen. Yuan jedoch eilt ebenfalls davon. Die Agenten müssen sich erneut mit dem Verstoß befassen, sonst wird ihr Management unzufrieden sein. Bai holt Yuan ein, vernichtet die gedächtnislöschende Fliege und erzählt ihm vom Bureau of Transfiguration. Sie versucht erneut, ihn zu verführen. Und Yuan gibt unterdessen zu, dass sein Vater Zoowärter war. Deshalb hat er in seiner Kindheit den Bai-Fuchs gerettet. Das ist schließlich eine seltene Art. Die Werwölfin wendet all ihre Techniken an, um ihren Auserwählten zu heiraten. Aber Yuan läuft wieder weg. Captain Hong und sein Team bekommen doch noch Besuch von der Geschäftsleitung. Der böse aussehende Kommissar Yun stürmt in das Gebäude und verhört Hong, weil er weiß, dass er eine Gesetzesbrecherin deckt. Der Kommissar duldet keine Beziehungen zwischen Werwölfen und Menschen. Er ist gegen die Vermischung von Blut, besonders bei einer so seltenen Spezies wie dem arktischen Silberfuchs. Er vergiftet eine Untergebene, die nicht mit ihm übereinstimmt, und nimmt sie mit. Yuan ist wieder auf einem Date. Zwei junge Frauen, die sich lieben, sind gezwungen, die Beziehung vor ihren Eltern zu verheimlichen und bitten ihn, eine Scheinehe mit einer von ihnen einzugehen. Außerdem müssen sie auch ein Kind bekommen. Yuan willigt fast ein, als Bai rastet wieder aus und verkündet dreist, dass Yuan bereits ihr Mann ist. Er wird wütend und nennt sie ein Monster und sagt, dass sie nichts über Liebe weiß. Und dass er so arm ist, dass er mit jeder ein Kind bekommt, die ihm etwas Geld gibt. Das scheint zu wirken. Und die lästige Stalkerin zieht sich zurück. Enttäuscht macht sich unser Held auf den Heimweg. Kommissar Yun wartet bereits in einer dunklen Gasse auf ihn. Er erklärt, dass Werwölfe aus einer DNA entstanden sind, die von einem Raumschiff mitgeführt wurde, das auf der Erde abgestürzt ist und alle Dinosaurier getötet hat. Früher lebten Werwölfe an abgelegenen Orten, zu denen die Menschen keinen Zugang hatten. Jetzt leben sie mitten unter uns. Und einige von ihnen haben es sogar geschafft, berühmte Schauspieler zu werden. Der Kommissar sagt, dass er Bai fangen muss und Yuan ist derjenige, der ihm dabei helfen kann. Natürlich nicht umsonst. Sie werden alle seine Schulden abbezahlen und ihm sogar noch etwas Geld dazugeben. Er bekommt eine Spritze mit Gift, das er Bai unter die Haut spritzen muss. Yuan beeilt sich nicht, Bai zu finden und versucht, die beiden Mädchen für eine Scheinheirat zurückzuholen. Trifft aber Bai im Park, wo sie in Teilzeit als Müllsammlerin arbeitet. Natürlich hat sie ihre Träume nicht aufgegeben. Das macht sie nur, um Yuan zu helfen, seine Bußgelder und Rechnungen zu bezahlen. Das scheint Yuan zu rühren und er erklärt ihr, dass das nicht genug ist. Aber im örtlichen Amusement Club für reiche Leute zahlen sie schönen jungen Frauen wie ihr eine saftige Summe. Wieder erzählt er ihr die Geschichte, wie er vor 5 Jahren versucht hat, Schauspieler zu werden, aber nichts erreicht hat. Und ein Produzent, der sich Yuans Fan nannte, ihm Hoffnung machte und ihn in die Schulden trieb. Bai hört aufmerksam zu. Und es sieht so aus, als ob das Mädchen es schafft, ihren Liebsten wirklich zu rühren. Und während er noch zögert, haut sie ab und geht in den Club, um seine Schulden zu bezahlen. Sie schafft es, die Aufmerksamkeit eines Millionärs auf sich zu ziehen und hat das Geld fast in der Tasche. Sie wird von Yuan aufgehalten. Jetzt ist er eifersüchtig. Die Agenten des Büros schaffen es, unsere Helden sogar an einem Ort wie diesem zu finden. Nachdem sie das Clubpersonal eingeschläfert haben, fängt der Kommissar einen anderen Fuchsdämon, der Beziehungen zu Menschen hat. Einen Schmetterling. Bai und Yuan laufen weg und öffnen sich einander.
Er zeigt ihr die Giftspritze und sie gesteht ihm noch einmal ihre wahre Liebe. Es ist ihr erster Kuss. Nach ihrer Rückkehr führt Bai ein Hochzeitsritual durch, bei dem ihre Beziehung mit Blut und einem Schwur besiegelt wird. Anstelle von Eheringen haben sie Narben auf ihren Handflächen. Während Yuan schläft, nimmt Bai den Anruf seines Vaters aus der Anstalt entgegen und beruhigt ihn. In der Zwischenzeit gibt der Schmetterling aus dem Club der Erpressung des Kommissars nicht nach, der verlangt, dass sie bestimmte Leute verleumdet. Sie versucht, ihn zu töten, aber er geht als Sieger hervor und bedient sich seiner verdrehten Auffassung von Gerechtigkeit. Die Agenten finden unser Liebespaar wieder. Und als der Kommissar die Tatsache ihrer Heirat enthüllt, entbrennt ein heftiger Kampf. Indem sie ihre Waffen abfeuern, verwandeln die Agenten Bai zurück in einen Fuchs. Das stellt sich als Fehler heraus. In dieser Form wird sie mit Leichtigkeit mit ihren Gegnern fertig und entkommt mit Yuan auf ihrem Rücken. Mit der Hilfe von Captain Hong und einer Gruppe von Erpressern gelingt ihnen die Flucht. Der böse Kommissar fliegt auf seinen schwarzen Flügeln hinter ihnen her und feuert einen zielsuchenden Pfeil mit Gift ab. Jetzt ist es Yuan, der Bai in ihrer menschlichen Gestalt trägt. Bevor sie ohnmächtig wird, ruft Bai ihre Bekannte an, die den Protagonisten zu Hilfe eilt. Wie sich herausstellt, ist sie nicht nur eine berühmte Schauspielerin, sondern auch eine Heilerin und Bais Wunden schließen sich schnell. Die Schauspielerin hilft ihren Freunden, sich auf dem Set zu verstecken, wo sie eine Kampfszene drehen. Auch Kommissar Yun schleicht sich rein. Er bringt Yuans entführten Vater mit. Die Drohung wirkt und Bai opfert sich, um die Männer zu retten, indem sie sich selbst Gift in den Hals spritzt. 3 Monate vergehen, in denen Yuan Bai immer noch nicht gefunden hat. Seine Schulden sind zurückgezahlt und er lebt in einer schönen Wohnung. Trotzdem ist er immer noch unglücklich. Sein Vater ermutigt seinen Sohn, ein noch größeres Risiko einzugehen und endlich sein Ziel zu erreichen. Yuan kehrt in den Zoo zurück, wo Captain Hong auf ihn wartet. Er dachte, Yuan hätte Bai verraten und dass er derjenige war, der sie vergiftet hatte, und stürzt sich wütend auf ihn. Sobald sie wieder runtergekommen sind, erkennen die beiden, dass sie ihre Kräfte bündeln müssen. Ihr Plan ist es, sich undercover in die Fuchsdämonenwelt zu schleichen, um Bai zu befreien. Yuan wird eine Maske in Form von Kommissar Yuns Gesicht angefertigt und Hong wird die Rolle seines Untergebenen spielen. Nur die Reise in die Fuchsdämonenwelt wird, milde gesagt, ein bisschen ungewöhnlich sein. Sie reisen in einem Kühlschrank. Den Männern gelingt es, die Gefängniswärter zu täuschen. Und Yuan gelangt zu seiner Geliebten, vorbei an Hunderten von Zellen mit Werwölfen, die vom Kommissar eingesperrt wurden. Bai ist nicht mehr beides, Mensch und Fuchs. Sie ist etwas noch Beängstigenderes. Ein echtes Monster, das nichts von seinem früheren Leben weiß. Yuan tut sein Bestes, damit sie sich an sich und ihn erinnert. Schließlich wecken die Narbe auf ihrer Hand und ein Kuss etwas in ihr. Aber es ist zu spät. Sie schaffen es nicht mehr aus dem Gefängnisgebäude, bevor der echte Kommissar und seine Armee von Wachen eintreffen. Es gelingt ihnen, Zeit zu gewinnen. Und Yuan nutzt sein Talent als Schauspieler, um Zweifel aus dem Weg zu räumen, wer der echte Kommissar Yun ist. Doch die Täuschung wird schließlich aufgedeckt und der Kommissar nutzt die Situation sofort für seine eigenen politischen Zwecke aus. Die Kameras der Reporter sind auf unsere Helden gerichtet. Aber selbst sein makelloser Plan bricht zusammen, als Leute, die wegen guter Schminke versehentlich vom Filmset geholt wurden und fälschlicherweise für Werwölfe gehalten werden, mitten in der Halle aus dem Tunnel kommen. Eine öffentliche Blamage für den Kommissar. Wegen der Aufmerksamkeit der Journalisten befiehlt er, sie lebendig zu fangen, und einem der Männer gelingt es, alle anderen Gefangenen zu befreien, indem er einen Hebel betätigt. Die Werwölfe, die aus ihren Käfigen ausgebrochen sind, überschwemmen die Halle. Bai ist immer noch nicht ganz zur Vernunft gekommen, aber sie erkennt Yuan, der gekommen ist, um sie zu retten. In diesem Moment rastet der Kommissar aus und fliegt über die Menge, um jeden, den er sieht, mit seiner Armbrust zu erschießen. Hong und Yuan bringen ihn auf den Boden, wo sich die Werwölfe auf ihn stürzen. Der Kommissar überlebt, aber seine Flügel sind für immer verloren, ebenso wie seine Glaubwürdigkeit in der Fuchsdämonengemeinschaft.
Mit einem letzten Versuch stürzt er sich auf Yuan und ersticht ihn. Bai rächt sich, indem sie den Kommissar aus dem Fenster wirft. Aber ist es leider zu spät? Der Kommissar wird mit der Diagnose Schizophrenie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Hong nimmt seinen Platz ein und die Menschen und Werwölfe leben in Frieden und Harmonie. Aber was ist mit Yuan und Bai passiert? Natürlich sind sie lebendig und gesund. Sie eilen mit der U-Bahn unter Wasser, um Bais Eltern zu treffen. Und aus irgendeinem Grund haben sie lebende Skorpione dabei. Lass es uns in den Kommentaren wissen. Was hast du getan, um die Liebe deines Schatzes zu bekommen? Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken, damit wir so oft wie möglich tolle Nacherzählungen veröffentlichen können.